Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 25. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern, aber ich erkenne die richtigen Augenblicke im Leben, im richtigen Ort zu sein. Ich erkenne die Hindernisse und habe ich einen Rat, diese Hindernisse überwinden. Wo ist gerade die Liebesenergie? Das ist ein Energiefeld, also hat mit Planet Venus in dem Sinne nichts zu tun. Diese Liebesenergie befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Widder. Und es trifft besonders die Wiedergeborenen, die am 23., 24. und 25. März Geburtstags haben. Diese Energie strahlt etwas aus und es empfangen die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Und wo ist die Ort, wo man mit Liebe begegnet, entweder weil das verbessert die bestehende Partnerschaft oder der Ort für neue Begegnung. Das ist ein Kino, Theater, ein Konzert, eine Veranstaltung oder ein Fest. Worauf sollen wir achten? Da mache ich ein bisschen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Damenwelt hat gerade mehr Glück, weil der Herzensmann kommt. Und das sind keine Hindernisse. Bei den Herren ist das ein bisschen anderes, weil sie haben noch Erinnerungen oder noch eine Beziehung, was noch nicht aufgelöst ist. Also die Vergangenheit sollte man erstmal abschließen. Und das sind auch Gefühle wie Enttäuschung. Und das einfach loslassen, dann sind die Männer frei für etwas Neues. Worauf sollen wir heute noch achten? Kind zu sein oder das innere Kind zu entdecken, mal spielen im Leben. Und besonderes bringt es Glück für die Wiedergeborenen im Liebepartnerschaft. Sie brauchen gerade diese Leichtigkeit. Wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glückstagen oder die Energiefeld, wo die Liebe gerade ist, berechnen lassen und diese Augenblicke im Leben erkennen, aber auch die Hindernisse und wie man diese Hindernisse bewältigen kann, dabei kann ich helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.